Willkommen bei der alten Herren im Alpha Quadranten in der Nähe der Raumstation, dessen Namen mir nicht einfällt. Gute Frage, ich weiß es nicht. Ja, wir befinden uns an Bord der USS Swift Death. Beziehungsweise an Bord der USS DAH. Ich bin Lieutenant... Gott, wie heißt mein Charakter? Alyssa, Lieutenant Alyssa, Kapitän des Schiffes, aus irgendeinem Grund. Ja, und ich habe den gleichen Rang mit dem Namen Skanon. Ich habe es ganz einfach gewählt. Und ja, ich bin auch Kapitän durch einen unglücklichen Zufall, weil der vorher Kapitän von Klingonen entführt wurde. Der Arme. Ja. Ja, willkommen in Star Trek Online, sage ich mal. Ein Free-to-Play-MMO, was früher mal nicht Free-to-Play war, jetzt aber ist, im Star Trek-Universum. Man fliegt mit Raumschiffen rum, erledigt Quests für die Sternenflotte, kann sich Ränge hocharbeiten, kriegt Erfahrungspunkte, neue Raumschiffe etc. Kennt ihr aus jedem anderen MMO. Wir spielen das mal ein wenig und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Möchtest du es erklären? Ja, und wir bieten euch nämlich erst einmal eine gewisse Spielzeit aus dem Low-Level-Bereich. Das heißt, wir machen erstmal eine gewisse Zeit so die Anfangsquests, werden dann die Aufnahme pausieren und dann wieder so im Mittelbereich des Spiels anfangen. Ebenfalls diese gleiche Zeitspanne aufnehmen, das dann halt dann auch wieder beenden und dann nochmal, wenn wir hinkommen, den Endcontent zeigen. Genau, das ist immer das große Wenn. Wenn uns das Spiel Spaß macht, wenn wir genug Zeit haben, dann zeigen wir euch Early Game, Mid Game und Endgame eines Spiels. Wir haben das jetzt mit mehreren MMOs vor. Welche wollen wir jetzt mal noch nicht verraten, aber mit Star Trek Online fängt es halt an. Ja. Und wie ihr seht, es ist hier doch einiges los. Also wir kommen mit dem Schiff angeflogen, weggeflogen und das ist nur ein geringer Teil dieses riesigen Es Universums. Ist verdammt viel los, ja. Wir befinden uns hier auch in Instanz 11, also es gibt sehr viele Instanzen. Sieht man es denn hier? Ja, eine Menge Instanzen, wie ihr seht, und die sind, oh gut, so voll auch nicht, 30, 20. Man muss aber auch noch sagen, es gibt halt noch andere Gebiete, also eine riesen Galaxiekarte. Es gibt ja drei Fraktionen, die Sternflotte, die Klingonen und die Romulaner. Und die Borg. Die kann man ja nicht spielen. Nee, doch, natürlich. All Pre-Order-Leute und Lifetime-Account-Leute können die Borg spielen. Oh, das ist schön. Aber es sind halt sehr, sehr, sehr wenige nur. Schick, schick. Ja, wollen wir denn mal die erste Mission machen, die im Weltraum gestrandet? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Super. Natürlich. Dann fliegen wir mit Warp-Geschwindigkeit dahin. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen erstmal, glaube ich, erstmal auf die Karte, ne? Auf diese Galaxiekarte. Unten rechts anklicken, fliegen mit Warp-Geschwindigkeit. Na gut, dann haben wir es halt so. Zack. Dann fliegen wir nämlich gleich in den Sektorraum, das, was du eben schon erwähnt hast. Da sind auch sehr viele Leute wieder unterwegs. Ja, da ist ein Free-to-Play-MMO, das habt ihr gerade im Ladebildschirm gesehen. Man muss Add-ons kaufen. Die kosten ein bisschen Geld, ist ja normal. Und dann kann man halt die Inhalte davon spielen. Wer redet denn da jetzt? Egal, wir fliegen mal zur SS Azura. So, mal, dann gehen wir jetzt auf die Weltraumkarte. Da ist es. Ich klicke drauf und nehme Kurs setzen auf dieses System. Wer Star Trek Armada gespielt hat, wird sich im Weltraum gleich zurechtfinden. Das spielt sich nämlich genauso. Und ihr seht hier ganz, ganz vielen Schiffsklassen. Da fliegt einer mit Transwarp gerade weg. Chip. Und so, noch anderthalb Lichtjahre. Und zwischendurch gibt es natürlich auch hier, seht ihr diesen riesen Borg-Kubus, das ist ein Event, da kann man dann hinfliegen und dann gemeinsam mit anderen gegen den Borg-Kubus. Hast du auch gerade das Notsignal bekommen? Ja, ignoriere. Gut. Wir wollen zur Azura. Retten Sie die Azura. Ab und zu kommt auch bekannt aus Star Trek Next Generation, also das nächste Jahrhundert, das kristalline Wesen oder wie es heißt. Kann man auch dann als Raid sozusagen besiegen. Habe ich einmal gemacht. War ziemlich lustig. Ja, die bieten hier schon einiges. So. Ja, es ist ein tolles Spiel. Ich hab's ich auch. Ich rette da mal, ne? Ja. Ich hab's schon bis Level 50, das war damals höchstes Level, gespielt. Hat Spaß gemacht bis dahin, aber danach leider auch nicht mehr. Da hab ich aufgehört. Und jetzt nach langer Zeit, nach vielen, vielen Jahren, spiele ich es mal wieder. Das ist die Azura wahrscheinlich. Was sind das denn für Schiffe, die da andauern kommen? Ich lasse mal gerade diese Anfangssequenz. So, da zoome ich schon in mein Schiff rein. Ich hoffe mal, der Bob ist auch schon hier drin mit mir. Ich bin da, ja. Steuermann, volle Energie auf die Schilde. Orion, Leute. Ach, da ist er. Ah, ich habe die falschen Tasten. Erstmal hier beschleunigen. Pff,
Feuer aus allen Kanonen. So. Oh, das ist ein großes Schiffchen. Ich komme zur Unterstützung. Danke. Man hat an Bord mehrere Crewmitglieder und jedes hat halt besondere Fähigkeiten. Die taktischen Leute können zum Beispiel Ausweichmanöver fliegen oder die Waffen verstärken. Die Technik, also die mit blauen Uniformen können zum Beispiel Schilde verstärken. Das ist ziemlich cool. Verdammt, wo sind meine Photon-Torpedos hin? Das habt ihr aus denen ausgebaut. Ach, scheiße. Das ist schlecht, aber dann hast du vielleicht mehr Laser, ist auch gut. Ja, aber ich möchte aber die Photon-Torpedos machen, aber dort noch doch mehr Bums. Ich mach gerade volle Energie auf die vorderen Schilde, weil die brauchen es. Das Einzige, was Auto-Tech hat, sind nämlich die Phaser. So, eins ist weg. Torpedos muss man immer von Hand abschießen. Ja, ich habe hier den großen. Jetzt habe ich hier gerade den Tachyonenstrahl eingesetzt. Der zieht den Gegner. So, jetzt habe ich gerade ein extra von meinem taktischen Offizier gemacht. Da haben die Phaser ein bisschen mehr geschossen. So, das ist jetzt die Fähigkeit von meinem taktischen Offizier, dass ich eine schnellere Schildgenerationsrate und Hüllenreparaturrate bekomme. Kleinen Boost. So, Schild ist runter von dem Brigadenkreuzer. So, mal schnell abdrehen ein bisschen, mit den hinteren Becken noch feuern. Ja, ein bisschen Taktik ist da dahinter, weil die Raumschiffe haben ja vordere und hintere Phaser, ist nicht so wie der Enterprise, die überall hinschießen kann. So, jetzt habe ich gerade das Ausweichmanöver Nummer 1 gemacht, was mir Only echt viel gebracht hat gerade, merke ich. Und wenn man zu nah beim Schiff ist, wird jetzt... Jetzt zum Beispiel. Ja, ich auch. So, das war der erste. Gegenstände nehmen. Schildbatterie, gleich mitnehmen. Ja. So, was müssen wir noch machen? Du hast Gegenstände bekommen. Feind. Ja, eine Schildbatterie ist nichts Wildes. Warte, ich will mal gerade, ich gucke jetzt mal gerade, ob ich jetzt nicht noch Photon-Torpedos da reinsetzen kann, weil... Okay. Die habe ich da irgendwo. Natürlich, Photon-Torpedos. Ja, ich hab da echt mehrere Phaserbänke reingesetzt. Bin ich blöd? So. Hab wieder meine Photon-Torpedos und wir können. Okay, dann Vollgas. Mit vollem Pulsantrieb. Man spielt mit WASD oder indem man die Maustaste gedrückt hält. Geht beides. Ich habe wieder einen Kreuzer hier. Ja, ich habe auch einen Kreuzer. Den Korvett angegriffen. Sollten wir vielleicht mal auf ein Schiff konzentrieren. Ja, ist egal. Oh, ich bin gerade in Asteroiden reingeflogen, aber ich werde gerade wieder rausgebackt. Sehr gut. So. Manchmal ist es so ganz klug, neben dem Schiff zu fliegen oder ihn so den Hintern zuzuwenden. Ich fliege ganz gerne immer so Kreise rum, weil dann können die vorderen und hinteren Phaser schießen. So, doppelte Photon-Torpedo-Anzahl raus und gleich mal ordentlich Schaden reinhauen. Ich habe einen Tachyonenstrahl drauf geschossen, keine Ahnung, was der macht. Also es gibt auch wirklich super tolle Quests. Ich hatte, als wir damals gespielt haben, auch eine Zeitreise-Quest, dass ich dann sozusagen die Enterprise, die alte Enterprise gerettet habe. Au, das war zu nah. Also es war schon toll, was die hier einbieten. Gerade für Star Trek-Fans, ja. Echt super. Bei mir konnte ich gerade sehen, dass ich mit vorderen und hinteren Phasern geschossen habe, weil ich seitlich geflogen bin. So, ich scanne gerade die SS Azura, aber... Ah, ich muss noch näher ran. Ich habe zu großen Bogen geflogen und das Ganze wurde abgebrochen. Ich scanne dann mal. Außenteam, oh nein. Jetzt kommt das, was ich gar nicht mag. Außenmissionen. So. Skarnon. Oh, wir sind zusammen in einem Außenteam. Das finde ich gut. Ja, ich nehme auch... rot will ich nicht mitnehmen. Ich will einen gelben mitnehmen. Ich nehme mal einen roten mit und den da. Ich habe einen gelben. Wunderbar. Komm. Ja, die gelben sind die Sicherheitsleute. Die haben mehr Feuerkraft. So, das ist das Außenteam. Also ich habe schon mit Bob gesprochen, wenn man... Oder gibt es schon die SWS, wenn man nämlich die Außenmission, also die Bodenmission von SW Tor mit, falsche Taste, falsche Waffe, wie kann man nochmal die... B. Danke. B, mit Waffe den ziehen. Mit den Flugmissionen, oder mit dem Weltall von SW, von STO verbindet, ein wunderbares Spiel machen. Ja. So. Wir sind Transporterraum. Hey, herausbeamen, das war's schon. Na, das ging ja einfach. Ach nee, jetzt sind wir... Wie muss gerade rüber? Dieser Riesentransporterraum von unserem kleinen Schiff, das ist unglaublich. Ja, Wahnsinn, ne? So, das sind die Passagen, die ich in diesem Spiel noch nie mochte.
Tja. Wo müssen wir denn hin? Kann ich irgendwie die Maus... Ah, hier geht schon. Ups. Ein Gangster! Oh Gott, echt ein Gangster? Der stirbt nicht. Der ist unbesiegbar. Der ist unbesiegbar. Das ist, glaube ich, verbuggt. Hey, wir müssen die Konsole wahrscheinlich benutzen. Sonst wird er gleich wütend. Jetzt. Der ist vom Orion-Syndikat, ne? Das sind diese Grünen. Das Schöne ist, er war von diesem Nebel unverwundbar. Und jetzt ist der Nebel weg und jetzt können wir schießen. Was haben wir hier Feines? Bajoranischer Dekatee. Aha. Es ist schön, dass du den ganzen Loot bekommst und ich gar nichts davon. So muss das sein. Schießt du gleich ins Kreuz? Kannst du eh nicht, wir sind ein Team. Wie kann man eigentlich den Mauszeiger irgendwie ein bisschen freier gestalten? Ich würde gerne nicht mal gucken, was ich für Fähigkeiten da unten in der Leiste habe. Hier geht schon weiter. Mit B kannst du wieder in den normalen Modus gehen. So. Das hat ein bisschen was von Elite Force, nur nicht so gut. Oh, Elite Force war toll. Das war ein tolles Spiel, ja, wirklich. Oder ist was? Okay, ich habe hier jemanden gescannt. Ah, ich soll eine Behandlung anwenden. Ich öffne meinen Container. Oh, klingonische Sachen und kleines Hypospray, nehme ich alles mal mit. Aha, die lebt wieder, sehr gut. Ich habe jemanden gerettet. Trioniumgas, scannen. Oh, das ist so ein Minigame. Da muss man die richtige Frequenz suchen, die richtige Wellenform in einer bestimmten Zeit und dann bekommt man halt auch einige Sachen. Hier ist so eine Konsole, die werden wir auch mal benutzen. Weiter geht's. Mitkommen, Team! So, geradeaus geht's auch noch rein? Nee. Das Orion-Syndikat wartet nicht ewig auf uns. Hier liegt wieder ein Verletzter. Oh, und ein Orion-Mensch. Sie laufen schnell. Der steht da wie Rocky und macht nichts. Zack. Ich rette die Dame hier mal wieder. So, das war ein Nahkampfangriff. Was ist das? Ah, ich glaube, das war ein Schuld. Ich muss mal gerade gucken, was das für Fähigkeiten sind. Der geht auch plötzlich wieder gut. Ein gezielter Schuss. Und was ist das nächste? Ein Blitzeinstellung. Ah, okay. Ich glaube, ich habe nämlich einen technischen Offizier. Ja, du nicht weißt, was du hast. Oh, hier muss irgendwo eine Konsole sein. Hast du schon eine benutzt? Hier ist eine. Also. Map. Klingt immer wie ein Fehler, aber es hat trotzdem funktioniert. Das ist halt das Wunderbare. Oh, ein Warpkern. Alter, ist das ein Warpkern hier? Jo, so wie in der Next, wie in der Enterprise oder Next. Trioniumgas. Oh, ich habe eine geile Demo für die Rift, wo man im Engine Room der Enterprise D ist und den Warpkern alles angucken kann. Ich werde es nicht schaffen. Nein, nicht geschafft. Das kommt richtig gut. Ich kann das nicht. Ah, jetzt. Und du? Scannen Sie? Hab ich das schon getan? Was muss man jetzt machen? Auszeichnung wissenschaftliche Heilung der Mannschaft. Transporter. Ich habe noch lauter I-Punkte auf meinem, auf meiner Minimap. Lass uns da mal hingehen zu den I-Punkten. Ja. Oh. Sequenz. Kommt der Boss. Der Don. Oh, oder auch ganz viele Peasants. Ja, ganz viele kleine Minions und die sterben jetzt alle. Oh, man, einfach mal in die Masse feuern, ne? Bei so vielen. Aber mit X kann man auch mal in den Zielmodus gehen. Es gibt auch persönliche Schilde. Ja. Alles ein bisschen fortschrittlicher wie aus der Serie. Ein Grobian steht hier. Ich hätte es auf Englisch installieren sollen. So, Kinderspiel. Die wissenschaftliche Heilung haben wir immer noch gemacht, ne? Ich glaube, wir rennen gerade dran vorbei. Ich guck mal hier rein, ob hier noch irgendwer zu heilen ist. Da ist wieder ein Toter. Heil dir nochmal. Wahrscheinlich ist sie nicht tot. Ich scanne gerade. Na, ich hab ganz schön Lag. Okay, und nu? Muss ich auch noch mal scannen? Was ist denn das?
Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten, ob es gut ist. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.